So, servus, grüß dich. Mensch, sogar die Weltkarte im Hintergrund. Ja, haben uns letztes Jahr zugelegt, nachdem wir beschlossen haben, die ganze Welt zu bereisen. Geil, geil. Genau, ein paar Fotos habe ich klein ausgedruckt, wo wir schon alles waren. Da, ich weiß nicht, ob man das sieht irgendwo da oben. Auf jeden Fall, ich habe noch Zeit, bis ich in die Rente gehe, dass ich das alles mit meiner Familie komplett die ganze Weltkarte befühle. Das schaffst du. Auf jeden Wie Fall. viele Länder sind noch offen? Ziemlich viele, weil wir, also um die 190 Länder sind noch offen, ja. Ja, du bist auch jung und knackig, das schaffst du noch bis dahin. Alles doppelt. Auf jeden Fall. Sehr gut, mein Lieber. Ja, ich freue mich sehr auf den Talk heute. Wird richtig spannend. Ich freue mich schon. Fangen wir einfach am besten ganz von vorne an. Vielleicht für Leute, die dich gar nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie weit vorne? Einfach kurz vorstellen. Also, auf jeden Fall, heiße Alexander Schneider, werde dieses Jahr 34, habe zwei wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau. Genau, mein Handwerk ist es, Momente für die Ewigkeit festhalten. Momentan mache ich das in Form Hochzeitsvideo. Aber mit der Hilfe von Edmond, vielleicht werden es auch Hochzeitsfotos, weil ich habe schon kleine Hochzeiten fotografiert. Aber so für die große habe ich mir immer einen Hochzeitsfotografen dazu gebucht, weil es gleichzeitig einfach zwei Sachen nicht funktioniert haben. Und deswegen haben wir immer das getrennt gemacht. Also entweder oder. Genau, und 2019 habe ich beim Edmond schon das erste Coaching mitgemacht. Dann kam leider Corona, hat das Ergebnis ein bisschen so verfälscht, aber jetzt sind wir wieder am Jetzt Start. wieder am Start. Dann, wie bist du eigentlich zur Filmemacherei, könnte man ja sagen? Du hast ja nicht mit Fotografie begonnen, sondern mit Film. Oder hast du damals mit Fotografie begonnen und dann gewechselt? Ich habe das damals eigentlich so Freunde fotografiert, und zwar mit damals neu rausgekommener Sony Cybershot 7,2 Megapixel, also damals der letzte Schrei der Technik. Genau, und dann irgendwann mal 2011 beim Schrebergarten bei einem Kumpel im Schaschlik essen habe ich dann seine 7D gesehen, wie er seine Schwester fotografiert hat, und dann dieser Hintergrund, also diese Schärfentiefe, und da dachte ich mir, boah, meine Kamera kann das nicht. Warum denn? Da habe ich mich damit befasst. Also liegt alles an der Kamera, Objektiv und dementsprechend Parametern. Da habe ich 2012 mir meine erste Kamera gekauft. Die damalige, die erste in seiner Klasse, die 600D von Canon mit dem ersten drehbaren Display. Und dann irgendwie ein paar Fotos gemacht, habe gemerkt, schaut nicht so aus, wie ich das gerne hätte. In die Tasche, in den Schrank rein, und ein Jahr ist die da gelegen. Und dann bis irgendein eines Tages mein Kumpel, um das zu verstehen, seit 2005 mache ich Musik, also russischen Rap. Ich habe schon über 70 Songs geschrieben, also Multitalent so gesehen. Und Hey. dann hat er mich angeschrieben und hat gesagt, deine Kamera kann doch Full HD filmen. Habe ich so gesagt, kann sein, keine Ahnung, schaue ich mal. Hab dann festgestellt, ja, Full HD, 25 Bilder die Sekunde, kann ich machen. Lass uns doch ein Musikvideo drehen. Von mir aus gerne. Keine Ahnung, tiefster Winter, Februar, irgendwo auf dem Berg, 500 Meter hoch, glaube ich. Genau. Ich ohne Mütze, arschkalt, hab billigen Stativ gehabt für 20 Euro, die Kamera, kein Mikro, kein gar nichts. Hab durchs Display irgendwie eingestellt, okay, man könnte da was erkennen. Haben wir ein Musikvideo gedreht, dann haben wir das irgendwie Pi mal Daumen mit Sony Vegas 10 damals zusammengeschnitten, hochgeladen. Ein paar Monate später 25.000 Views auf YouTube. Geil. Also damals konnte man noch, glaube ich, die Views nicht so leicht kaufen wie jetzt. Also deswegen waren echte Zuschauer, und dann habe ich gemerkt, okay, da ist was dran. Also Videos zu filmen ist was dran, hat mir besser gefallen als Fotos zu machen.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mit meiner Frau gestritten habe, dass ich in YouTube mehr Zeit verbracht habe als mit ihr, um das alles zu erlernen. Also die goldenen Regeln, Verschlusszeiten, wie man was einstellt, die Kameraführungen und alles drum und dran. Und dann 2015 hat die Arbeitskollegen, meine frühere Bekanntin, gefragt, ob ich ihre Hochzeit filmen kann. Und ich zu damaliger Zeit, die Canon 600D, zwei Akkus aus China, eine Speicherkarte 8 GB. Okay, ich mach's. Und dann habe ich ein bisschen was dazu gekauft, ein paar Akkus und dann dementsprechend zum Schluss der Hochzeit habe ich schon Akkus jede 10 Minuten gewechselt, weil die nicht geschafft haben zu laden. Und mit meiner 8 und 32 GB Speicherkarte habe ich das alles aufgenommen und dann habe ich schon die erste, was also unter Wasser, die Steine habe ich zu spüren bekommen. Ich habe mich so auf die Fresse gehaut, das könnt ihr euch nicht glauben. Jawohl. Eine Speicherkarte ist verbrannt und der wichtigste Teil der Hochzeit existiert nicht. Ach du Scheiße. Genau, zum Glück war die Fotografin da und dann habe ich eine Fotoslideshow daraus gemacht und dann hat die gesagt, okay, wenigstens so. Und hätte ich damals, sagen wir mal, Schiss bekommen, wäre ich nicht, sagen wir mal, da, wo ich jetzt bin, mit meinem Equipment, mit meinem Wissen, mit meiner Qualität und allgemein meine Arbeiten sprechen für sich. Einer sagt, die sind Bombe, der andere sagt, ja, so geht schon. Wie viele Menschen, so viele auch Meinungen. Und deswegen, wie gesagt, hätte ich damals zurückgetreten, wäre ich niemals hier. Jawollo, nee, deine Arbeit ist mega, natürlich immer sehr subjektiv, aber für die Leute, die jetzt gerade beim Talk sind, können später natürlich gerne mal den Alexander auf auf dem Instagram-Profil mal anschauen, was er für geile Arbeit macht. Und hier ist sie nämlich, die 600D, mein Lieber. Das war meine allererste Kamera mit Bei dem vielen war das Klappdisplay. die erste. Das, Ja, die der ist Klappdisplay. mega. Genau. Mit der hast du hier Musikvideos gedreht, mein Lieber. Das war der Shit. Mit der habe ich tatsächlich 4 Musikvideos gedreht und 2 Hochzeiten. Und dann, Danach habe was kam danach dann? dann kam, sagen wir mal, die bittere Erkenntnis, dass ich mit der Kamera nicht die Qualität bitten kann, die ich gerne bitten möchte. Dann habe ich die wunderschöne zinsfreie Bank angepumpt, die Eltern, Richtig gut. und hat mir für dann, damals 5.000 Euro hat das Set gekostet, die EOS, also die Canon 5D Mark IV geholt und den 2405 aus der L-Serie. Ja, geil. Damit habe ich dann sehr, sehr, sehr lange gefilmt, alles was ging, Fotos gemacht, verschiedene Gewinnspiele veranstaltet, einfach um den Kundenstamm zu erweitern, Empfehlungen gesammelt, wurde weiterempfohlen. Genau, und dann bis eines Tages auf einer Hochzeit 2019 war die Meinung des DJ, dass die Musik zu leise ist. Hat er aufgedreht, bis alles zu vibrieren angefangen hat. Und dann ist meine Kamera samt Stativ von der Bühne runtergeflogen. Ach du Scheiße, du und Equipment, Genau. ne? Wahnsinn. Genau. Und dann habe ich erstmal gehabt, okay, ob die noch lebt, das ist die Frage. Angemacht, zack, alles funktioniert, die Hochzeit fertig gemacht. Also zum Glück hat die nichts so Dramatisches abbekommen. Natürlich danach 500 € Reparaturkosten. Keine Ahnung, was Canon Support oder die technische Abteilung da gefunden haben. Auf jeden Fall, danach habe ich mir die EOS R gekauft, die erste spiegellose Kamera von Canon. Du Da hast die ist auch, ich sie. weiß. Da ist sie. Genau. Genau, und die zwei Kameras sind mein eigenes Equipment, mit dem ich jetzt mein Werk vollbringe. Sehr geil. Genau. Natürlich Objektive und Licht und alles drum und dran, natürlich auch kofferweise. Aber wie gesagt,
Hier ist das Wichtigste und nicht das Equipment. Ja, ich könnte mit der, selbst mit der 600D, ich glaube, ich weiß nicht, 15 Jahre ist sie jetzt in Summe alt, glaube ich. Könnte ich heutzutage, wenn das richtige Licht ist und ich richtig einstelle, könnte ich immer noch geile Fotos, geile Videos machen. Das ist gar kein Problem. Martin schreibt hier auch im Chat, Canon beste. Canon, Leute! Hier Ja, gesponsert wie heute von gesagt, Canon. ja. Viele sagen Nikon, die anderen sagen Sony, also jeder kommt oder beziehungsweise jeder macht das, mit was er zurechtkommt. Mit Nikon komme ich überhaupt nicht zurecht. Sony ist für mich viel zu kompliziert, was Kamerabedienung angeht. Ein Arbeitswerkzeug muss, wie gesagt, simpel sein. Raus aus dem Koffer, angemacht und losgeschossen. Und wenn du, und vor allem bei Hochzeiten ist es so, dass es ein einmaliges Erlebnis ist. Es ist nicht wie beim Musikvideo. Irgendein Fehler, schnell zurückgedreht, alle auf ihre Posten und nochmal. Ne? Das ist ein einmaliges Erlebnis. Hast du es verkackt? Sorry für meinen Slang, aber dann ist es wirklich vorbei. Ja. Man kann es nicht zurückspulen. Und deswegen braucht man, was Hochzeiten angeht, die Kamera, mit der du gut zurechtkommst und die aus dem aus der Schachtel sofort funktioniert. Ja. Und mit Canon, wie gesagt, das ist die einzigste Kamera, mit der ich super zurechtkomme, egal jetzt welche. Ob das jetzt Kinokamera ist oder eine ganz normale Fotokamera, raus in die Hand, angemacht und losgeschossen. Ja, ich mache mir immer so einen kleinen Spaß so mit Canon und so, aber das nimmt sich heute alles nichts. Ob du Sony nutzt, Nikon nutzt, die machen alle geile Arbeit heutzutage. Wenn du ein Foto machst und die nebeneinander packst, würde man gar nicht erkennen, welche von wem ist, wenn man die anschließend sogar noch bearbeitet. Vielleicht roh könnte man von den Farben so ein bisschen was erkennen, aber nach der Nachbearbeitung, da siehst du dann nichts mehr. Also heutzutage gerade alles durch die Bildbearbeitung kannst du da gar nichts mehr sehen. Ich sage das schon seit langem, es interessiert niemandem, wie du zum Ergebnis kommst. Wichtig ist das, was der Kunde bekommt. Wenn es passt, interessiert es niemandem, wie du das gemacht hast. Ob du hier mit Richtig. der Taschenlampe geleuchtet hast oder du hier 1.000 € Super-LED-Leuchte hast mit richtigem CRI oder sonstigen Werten, interessiert niemanden. Die Leute kaufen das Ergebnis, die kaufen das Produkt und nicht die Herstellungswege. Richtig. Muss man einfach verstehen. So sieht das aus. Genau. Dann zurück zum Weg. Du hast dann mit der ersten Hochzeit begonnen und warum bist du bei den Hochzeiten geblieben? Was hat dich so daran gereizt? Warum nicht, keine Ahnung, Imagefilme, Familienshootings, warum Hochzeiten? Das hat was Magisches für mich. Also, das ist halt, ich bin ein sehr sentimentaler Mensch, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht. Und vor allem überwiegend dann bei russischen Hochzeiten ist es üblich, dass man irgendwelche Reden hält, bevor dann der erste Tanz passiert oder der Kuchen rausgefahren wird, weil russisch oder beziehungsweise russlanddeutsche Hochzeiten sind hier in Deutschland oder auch überall sind, wie gesagt, schon was Magisches. Ich war schon auf deutschen Hochzeiten, da passiert eher alles simpel. Vor allem wie bei letzter Hochzeit, deutschen Hochzeit, habe ich gefilmt. Der Hochzeitkuchen ist halt eins der Höhepunkte. Der wurde einfach eiskalt rausgefahren, in die Ecke hingestellt und dann kam die super nette Dame mit so einem riesengroßen Messer, zack, abgeschnitten und wie in der Schulkantine, ne? Und hier, bitteschön. Und stehe ich da und bei mir bricht die Welt zusammen. Ich will, und was soll ich jetzt mit dem Videomaterial? Ne? Genau. Und da ich mit russischen Hochzeiten angefangen habe, hat das, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Das hat diese, es halt existiert Liebe in der Luft. Egal was passiert, ob es einfach stinknormales Buffet ist oder der Kuchen wird rausgefahren oder der erste Tanz, alles wird so präsentiert, als ob gerade hier, weiß ich, welche Geschichte also passiert. Als ob Geschichte geschrieben wird. Und das ist auch tatsächlich so, weil es wird gerade, also der Anfang vom Brautpaar und das passiert halt mit der Hochzeit erst. Weil egal, du kannst standesamtlich heiraten, interessiert niemanden. Alle zählen dann, sagen wir mal, ab dem
Zeitpunkt, wo die Feier war. Auch selbst bei uns, alle zählen es ab 2015, obwohl wir schon seit 2014 verheiratet sind. Und alle gratulieren uns jedes Mal um ein Jahr weniger. Verstehst? Und das ist das, was halt mich gefesselt hat, diese Emotionen. Weil ich stehe da, filme und bei mir zittert innen drinnen alles. Ich kann auch hier die Tränen tun hier, also die Augen sind voller Tränen und ich muss halt stand bleiben. Ich bin ein Mann, ne? Was, wie sieht es dann von der Seite aus, wenn der Videograf da steht und mit den ganzen Gästen hier, ne? Aber wie gesagt, das hat mich fasziniert. Also, oh, das ist einfach was Geiles. Ja, sehr gut, so Das muss das ist sein. Man einfach muss für die was Sache Geiles. brennen, ne? Genau, Aber also wenn du das ist zitterst, meine ist nicht, dass das Leidenschaft. Bild zittert, Na, ne? na. Also also entweder der Syncrane 3 oder der integrierte Bildstabilisator, die gleichen das schon aus. Ja, sehr gut. Natürlich muss man die, sagen wir mal, die Fähigkeit haben, auch die Kameraführungen perfekt zu beherrschen. Aber wie gesagt, keiner ist als Profi geboren, man ist zum Profi geworden in seinem Handwerk, was er tut. Genau, aber alles bis jetzt super Ja, abgelaufen. sehr gut, so muss das sein. Dann, was war bisher, da kannst du vielleicht ein bisschen raushauen, so was war die schlimmste Erfahrung auf so einer Hochzeit? Du hast schon vorhin das mit der Kamera angesprochen, ist das schon mal, hast du was im Kopf, wo du sagst, oh Scheiße, das ist nach hinten losgegangen? Die schlimmste Erfahrung, also die schlimmste Erfahrung, boah, Leute, halt euch fest. Ich habe mal während einer Hochzeit, 2 Stunden vor Schluss, habe ich die Speicherkarte formatiert. Mit der gesamten Bildmaterial, was ich davor gefilmt habe. Warum? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Keine Ahnung, das war ein falscher Knopfdruck, ein einziger falscher Knopfdruck und weg war alles. Scheiße. Ja, was hast du gemacht? Und das ist nicht das Schlimmste. Die Braut war eine Anwältin. Autsch, Autsch, Autsch. Haben mir die Fußsohlen gebrannt. Also mir hat alles gebrannt. Scheiße. Ja, wie habt Mein ihr das geregelt? Was habt ihr gemacht? Glück war, also ich habe natürlich das ganze Budget erstattet. Und mich hat der Punkt in meinem Vertrag gerettet, es kann dazu führen, dass das Bildmaterial verloren geht, durch menschliches Versagen, durch technisches Versagen, durch Kaputtgehen, durch Diebstahl oder sonstiges. Und das hat mir mein Popo gerettet. Also, liebe Also. Leute, alle, die gerade zuhören, ja, fügt dieses Teil bei euch ein. Das kann euch den Arsch retten. Ist natürlich keine Absicht, soll natürlich auch nicht passieren. Aber Es war weiß keine Gott, Absicht. ne, passiert im Leben. Ja, leider. Muss ja Das noch war nicht das mal, Schlimmste. nicht mal, dass du drauf drückst, sondern es kann ja auch sein, dass die ins Wasser fällt, geht kaputt, Speicherkarte hat einen Defekt, funktioniert nicht, hast du neu gekauft, die ist irgendwie vom Werk her scheiße oder weiß was ich was. Das muss ja noch nicht mal irgendwie menschliches Versagen sein, ne? Es kann ja irgendwie ja nicht funktionieren. Ein Tipp für alle da draußen oder also beziehungsweise überwiegend für die Anfänger, erkundigt euch, wie viel Speicherplatz also wie viele Gigabyte an Speicherplatz ihre Kamera unterstützt an Speicherkarten. Weil das war mein erster Fehler bei der 600D, die hat damals maximal nur 32 Gigabyte unterstützt und die Karte aus China wieder mal war 256 GB und von der ist das ganze Videomaterial, der wichtigste Teil ist Schrott. Die Datei Scheiße. existiert, die hat ihre Gigabyte, aber die wurde nicht finalisiert von der Kamera und deswegen war die nicht zu gebrauchen. Keine Recovery-App, auch irgendwelche Software, die besten Softwares der Welt haben geholfen. Da war sogar eine Firma dran, also mit Support aus Amerika, die sind da dran gesessen über TeamViewer, die wollten, beziehungsweise die haben versucht, über ihr wirklich tolles Programm
das alles zu beseitigen, hat nicht funktioniert. Deswegen so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, sehr guter Tipp ist das. Dann vielleicht noch mal ein paar Tipps für, vielleicht hast du ja was, wenn du zu einer Hochzeit fährst, gibt's, oder fangen wir erstmal so an, was für Equipment generell nimmst du mit auf einer Hochzeit? Was ist so, wo du sagst, das nehme ich immer mit? Die Kamera. Das ist gut. Das ist wichtig. Also die Kamera, ich habe zwei Kameras, also Haupt- und Backup-Kamera. Also beide sind im Einsatz, aber überwiegend wird mit der EOS R gefilmt, weil die einen magischen schwenk- und drehbaren Display hat. Das erleichtert sehr. Egal, ob das Aufnehmen über Kopf oder von dem untersten Punkt oder allgemein aus der Hand, das erleichtert sehr. Also nützt es. Habe ich mein Syncrane 3 als Dreiachsenstabilisator, habe ich meine Lampen, die jetzt gerade hier im Einsatz sind. Genau, das sind Was sind die das für von Lampen? das sind die Godox S30. Das sind, glaube ich, mit Akkus, ne? Die man auch einschränken kann und müssen die an Strom sein. Die können am Strom sein, sind aber auch akkufähig. Sehr gut. Die großen, diese V-Mount-Akkus. Genau, kosten jetzt nicht die Welt, aber halten die ganze Hochzeit durch. Genau davon habe ich mit meinem Partner haben wir 6 Lampen, aber höchstens haben wir bis jetzt nur 4 genutzt. Also je nachdem, wie groß halt die Halle ist. Und genau, eine Auswahl an Objektiven, Akkus. Es kann ruhig 5, 6 Akkus mehr sein, weil ich versuche, ohne Nachladen auszukommen. Ich habe jetzt 11 Akkus und maximal habe ich jetzt 9 verbraucht. Genau, also ich komme eine komplette Hochzeit ohne die Akkus zu laden. Genau. Monopod, der von Manfrotto, ist immer dabei. Das ist richtig ein guter Helfer. Und ansonsten, wie gesagt, Kamera, Licht, Stativ und der Syncrane 3. Jawohl, arbeitest du auch mit Mikrofon oder machst du alles nur mit unterlegener Musik? Mikrofon tatsächlich habe ich auch. Ich habe auch den von Rode. Dann habe ich mir jetzt von Holyland gekauft, den Lark 150. Die sind auch in so einer Box mit integriertem Akku. Und der ist so ein Ladecase, genau. Die tue ich bei kirchlicher oder standesamtlicher Trauung rein oder wenn Gelübde gesprochen wird. Ansonsten nehme ich das mit meinem Zoom-Recorder auf. Bei der Feier schließe ich mich an den Mischpult vom DJ oder von der Band und dann nehme ich mir den gesamten Sound und dann wird das alles synchronisiert, untergemischt. Ja. Jawohl, sehr geil. Also ein Dann. Koffer und ein Rucksack, mehr habe ich nicht dabei. Genau. Das reicht vollkommen aus. Selbst Kamera und Objektiv würde schon ausreichen, wenn man. Der Rest macht alles noch ein bisschen angenehmer und einfacher, ne? Aber wenn du ruhige Hand hast, kannst du auch so filmen. Habe ich aber nicht. Machst du. Ja, zitternd, bist ja aufgeregt, ne? Emotional. Bis zum ersten Shot. Dann Und dann geht's wieder. verschwindet die Nervosität. Dann ist Ah, man wahrscheinlich schon so und vertieft im Arbeiten. eine Drohne habe ich jetzt seit letztem Jahr. Die ist jetzt auch immer dabei. Ja, geil. Ich höre dich nicht. Ich höre dich. Ja, du warst, glaube ich, auch kurz weg. Hörst du mich wieder? Jetzt geht's wieder, ja. Jawohl. Welche Drohne? DJI wahrscheinlich? DJI 3, also Mini 3 Pro. Ja, geil. Das ist, glaube ich, die neueste, ne? Tatsächlich aktuell. Ja, eins der neuesten, genau. Mit ihren Ja. 249 Gramm. Ja, ist gut. Da braucht man nicht diesen großen Flugschein oder sowas, ne? Da reicht ja dieser kleine, glaube ich. Ich habe zwar alles, aber habe ich bis jetzt nie gebraucht. Sehr gut. Machst du damit dann auch irgendwie selbstverständlich ja auch Videoschnitte und die packst dann mit in den Film mit rein dann, ne? Genau. Jawollo, sehr geil. Dann kommen wir zu dem Videoschnitt. Der Dreh ist jetzt vorbei, der Tag ist vorbei. Speicherkarten ab nach Hause.
Wie sieht's aus? Wie bearbeitest du die Videos? Machst du immer noch Final Cut Szenen oder Sony Vegas Szenen? Nein, 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 nein. Also, ich habe meine allererste Hochzeit da mit Sony Vegas Pro 12, glaube ich, war das. Sony Vegas 12 Pro war das. Irgendwie habe ich es zusammengebracht, zusammenmontiert, zusammengeschnitten. Danach wollte ich es halt exportieren. Mir ist der Rechner verreckt. Der hat es nicht geschafft, von der Leistung her, das Hochzeitsvideo zu exportieren. Scheiße. Und also an einem Stück, ne? Das waren knapp 3 Stunden, 3 Stunden Video. Und ich habe noch ein paar Hochzeiten danach mit dieser Länge gemacht. Da saß ich schon ein paar hundert Stunden dran als Anfänger. Meine zweite Hochzeit habe ich tatsächlich dann schon mit Adobe Premiere Pro gemacht. Jawohl. Jetzt habe ich Final Cut, jetzt habe ich DaVinci Resolve, jetzt habe ich auch das Abo von Adobe mit allen Programmen, aber ich komme mit Final Cut überhaupt nicht zurecht. Mit DaVinci ist es so eine Sache, bin ich gezwungen zu arbeiten, bin ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, weil wenn wir irgendwelche Musikvideos mit meinem Partner oder doch irgendwelche kommerzielle Projekte machen, dann filmen wir natürlich mit der Blackmagic in RAW. Und durch der, also Blackmagic, DaVinci ist halt eins. Und da ist es halt am angenehmsten mit RAW zu arbeiten. Jawohl. Jetzt, wenn ich schon jemanden dabei habe, der Adobe und DaVinci kennt. Also ich bin eigentlich nur in dieser Adobe-Welt. Aber es gibt viele Leute, die sagen, hey, DaVinci ist besser, ist besseres Color Grading, wechselt zu DaVinci. Was sagst du für jemanden, der beides kennt? Ist DaVinci besser von der Handhabung her für dich oder Adobe Premiere? Also was Color Grading angeht, ist es tatsächlich so, dass DaVinci besser ist, weil ursprünglich das Programm dafür entwickelt ist, also entwickelt worden ist. Dann mit dem, ich weiß nicht mehr mit welcher Version, kam dann der Schnitt dazu. Ich habe zwar einen kompletten Kurs über DaVinci durchgegangen, aber ich komme trotzdem nicht damit zurecht. Aus dem einfachsten Grund, ich habe ein Montagepanel von Looptech. Das große Ja. mit vielen Regeln, das hat meinen Arbeitsprozess um circa 40% beschleunigt. Das ist gut. Weil ich muss jetzt nicht mehr auf die Shortcuts fokussieren. Ich brauche jetzt bei der Montage fast gar nicht die Maus, sondern ich mache alles nur mit dieser Montagepanel. Und das ist so angenehm und bequem. Loopdeck unterstützt DaVinci oder andersrum, DaVinci unterstützt Loopdeck nicht und deswegen kommuniziert es nicht miteinander. Aber ich kann schon ohne ohne dieses Montagepanel nicht so schnell arbeiten. Und dann muss ich mich wieder an die Shortcuts dran gewöhnen. Genau, und das ist halt ein Punkt, was für mich unangenehm ist und nicht halt, ja, nicht profitabel, sondern halt. Ach, Edmund, komm, hilf mir mit dem Wort. Wie heißt Ich weiß, was du meinst. Also hilf, also sagen wir mal hilfreich. Es ist jetzt? nicht. Genau, es ist nicht hilfreich für mich. Aber wie gesagt, was Color Grading angeht, ist DaVinci besser. Vom Schnitt her sind die identisch. Also Adobe Premiere Pro, da sind vielleicht die Befehle anders oder die Zeichen sehen anders aus, aber im Grunde genommen sind die ganzen Funktionen relativ gleich. Okay, ich verstehe es immer noch nicht. Was ist am Color Grading bei DaVinci besser? Hat es mehr Funktionen? Ist es Da einfacher? Was ist es? Warum macht Adobe es nicht einfach nach, wenn alle sagen, DaVinci ist im Color Grading besser? Warum macht Adobe weil nicht einfach? tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie persönlich werde, aber Adobe ist da genauso dumm wie Canon. Weil die DaVinci sind den Menschen entgegengekommen und haben gesagt, hier alles für euch, nutzt es. Die bieten sogar das Programm kostenlos an, damit die Leute das nutzen. Von jedem Kauf mit der Kamera kriegst du das Programm geschenkt dazu. Adobe macht das nicht. Genauso wie Canon. Canon bringt eine neue Kamera raus, die ist so abgedreht von den Funktionen bis zum geht nicht mehr. Und dann, wenn du was
Besseres will es kaufen, eine Stufe höher, ne? Die 3000 Euro kostet oder beziehungsweise 3000 Euro mehr. Zum Beispiel jetzt, ne? Die Cinema-Kameras. DaVinci nutzt die Nodes und da kannst du jeden einzelnen Schritt mit einer Node also anlegen. Wenn du es heller machen willst, legst du Node an, machst du es heller. Nächster Schritt. Und dann weißt du, wo bei dir was liegt. Bei Adobe Premiere, beim Premiere Pro ist es die Einstellungsebene, wenn man es machen will. Oder man kann es natürlich auch so machen, dass du für jede Änderung in der Farbkorrektur eine extra Einstellungsebene machst. Dann hast du so eine Liste an Einstellungsebenen nach oben und nur zwei Spuren vom gesamten Video. DaVinci hat das, ist es halt intern, da werden keine Einstellungsebenen erstellt. Die Timeline wird mit unsinnigem Zeug nicht belastet. Es ist übersichtlich. Timeline, Videospur, Audiospur, fertig. Wenn du irgendwelche Effekte willst, dann wird es in eine separate Datei abgelegt, was du bei einem Montage, bei der Montagebereich überhaupt nicht siehst, sondern die siehst du nur im Effektbereich. Das ist der, wie heißt der? Fairlight ist für Ton. Oh Gott, Schon vergessen. spät, wa? Ist mir aus dem Kopf raus. Und auf jeden Fall, für die Farbkorrektur ist auch ein externer Bereich und da werden die ganzen Änderungen abgelegt. Und das ist halt das, was viele an DaVinci schätzen. Bei der Farbkorrektur diese Arbeit mit diesen Notes. Okay. Dann Einzige Unterschied. ich hoffe, die Adobe-Mitarbeiter hören hier zu und passen das an langfristig, weil ich habe da schon dieses Ding, dass die Leute sagen, DaVinci ist besser. Das ist ja nicht seit diesem Jahr. Das ist ja schon seit Jahren, dass die Filmemacher sagen, hey, ich gehe zu DaVinci, weil das Color Grading ist besser. So, das ist ja kein Thema, was es jetzt ganz frisch gibt. Und ich habe immer die Hoffnung, weil ist ja rein logisch, wenn ich jetzt Adobe bin und höre, hey, da gehen die Leute zu einem anderen Anbieter, weil die finden das besser, dass ich mir denke, okay, die müssen ja schauen, was macht der Konkurrent? Warum gehen die Leute dahin? Und passe das in meinem System an? Aber das machen sie nicht seit Jahren. Aber ich habe auch keinen Bock, mich neu einzuarbeiten in DaVinci, weil das kostet ja wieder viel Zeit, weißt Genau. Ich wäre schon längst auf DaVinci umgestiegen. Aus dem einfachsten Grund, weil, nicht nur weil mein Montagepanel da nicht funktioniert, oder beziehungsweise, damit die Leute jetzt richtig verstehen, ich wechsle auf DaVinci nicht, weil mein Montagepanel nicht unterstützt wird. Damit ich Montagepanel von DaVinci kaufen kann, mit der Funktion, was ich jetzt habe, muss ich um die 10.000 Euro ausgeben oder noch mehr. Denn es ist diese große Konsole mit diesen vielen Knöpfen und Rädchen. Weil eine einfache reicht nicht aus, weil die Funktion nicht da ist. Und diese Mini-Panel ist einfach nur für Shortcuts. Stopp. Start. Hier Shortcut. Hier mal schneiden. Hier zusammentrimmen. Fertig aus. Ist für mich Blödsinn, 1.000 Euro auszugeben für die Funktion, was mir nicht weiterhilft. Ja. Warum ich von Adobe weg will, weil Adobe immer noch auf diese Mercury Engine sitzt, was schon uralt ist, was schon wahrscheinlich vor Mammutzeit existiert hat. Und das größte Problem, die unterstützen diese Mehrkerne nicht. Also der Prozessor hat mehrere Kerne und Adobe unterstützt mit diesem Mercury Engine nicht. Wenn du 10 Kerne im Prozessor hast, nutzt das nur ein Kern. Also das Ja, ist scheiße. nicht so produktiv. DaVinci und Final Cut, die haben gesagt, wisst ihr was, alles was du mir gibst, ich fress die gesamte Leistung und brenne die Bude nieder, so gesehen. Die unterstützen das und deswegen läuft auf Final Cut beziehungsweise auf Apple Final Cut laufen, keine Ahnung, drei, vier Spuren 8K RAW oder was weiß ich, H264 locker flockig durch. Und bei Adobe stockt das alles. Schon bei 4K vier Spuren, wenn du die gleichzeitig abspielst. Und wenn du Ja. noch Farbkorrektur drüber wirfst, dann ist schon vorbei. Weil diese Ja. Mehrkernigkeit nicht unterstützt wird. Und das ist das große Problem. Die packen Updates. Jede Woche kommt ein Update. Das sitzt schon hier im Nacken. Also mir wird schon übel davon, wenn ich mein MacBook aufmache und schon wieder ein Adobe Update bevorsteht. Dachte ich mir, für was?
Premiere hat schon jetzt KI-Unterstützungen. Da brauchst du After Effects schon gar nicht mehr fast. Kannst du alles in der Premiere machen. Aber die Leistung bleibt bei diesem Mercury Engine und das ist halt traurig. Ja. Das ist genauso wie bei Canon. Boah, jetzt hast du die Möglichkeit, 4K zu filmen mit der neuesten Kamera 2022er Baujahr, aber mit einem Crop-Faktor von 1,7. Yay! Zum Kotzen. Einfach zum Ja. Kotzen. Dann, du hast gerade schon angesprochen, KI. Ich habe schon mal ein bisschen getestet, Photoshop Beta, also für Bild. In Premiere habe ich bisher noch nicht gemacht. Was haben die bisher schon für Premiere rausgebracht für KI? Da gibt es eine Funktion, wo du zum Beispiel jetzt, was wir jetzt mit dir hier machen, Interview, wo du mit mehreren Kameras das filmst, alles auf die Timeline packst und diese KI tut das für dich schneiden. Geil, also der spricht, also der merkt sich, welche Tonspur, welche Person, und dann cuttet er die Kamera, ne? Genau, der cut die Kamera, natürlich kannst du dann alles korrigieren, aber das, sagen wir mal, nimmt dir 90% der Arbeit beim Cut weg. Ja, Das ist geil. bis jetzt, ich habe es noch nicht probiert, weil einfach solche Projekte nicht da waren. Was ich aber gemacht habe, Photoshop Beta also zusammen mit Adobe Premiere Pro. Wenn ich irgendwas jetzt habe, also ich habe was gefilmt, leicht, also Standaufnahme, da wo im Bild was passiert, habe ich einfach einen Screenshot gemacht, Photoshop Beta, so umgestaltet den Raum, wie ich es brauche, wieder rüber geworfen, fertig aus. Ja, geil. Das funktioniert einwandfrei. So für Standbild, Interviews, Aufnahmen, das ist richtig, richtig geil. Da kannst du deine Location so aufbauen, wie du willst, und da brauchst du schon fast kein Greenscreen. Sehr, sehr nice. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Bearbeiten. Harry, grüß dich auch. Wenn wir jetzt, sage ich mal, du hast jetzt schön fertig, alles exportiert, alles ist ready. Wie schickst du das deinem Brautpaar zu? Machst du einfach so einen WeTransfer-Link, Dropbox-Link, schickst du USB-Stick, Brieftaube? Wie machst du das? Früher habe ich Adobe Encore genutzt. Das ist das Teil, so ein Programm, was dir ermöglicht, Blu-rays mit Menüführung zu machen. Geil. Früher habe ich das gemacht und erst das letzte habe ich 2020 gemacht, weil das Brautpaar das unbedingt wollte. Dann musste ich meinen alten Rechner aus dem Keller entstauben, weil dort das Programm war und musste dann das nochmal alles beziehungsweise aufspielen. Aber das ist aufwendig. Wenn irgendwo bei 98% ein Fehler auftritt, muss man das von vorne machen. Dieses Transkribieren, Transkodieren, die Menübewegungen werden alle erzeugt, simuliert, gerendert, draufgespielt, gebrannt. Und das ist schon mehrschichtige Arbeit, was einfach Zeit kostet. Und das ist, wie gesagt, und ich habe keinen einzigen Tutorial auf Deutsch gefunden, wie ich richtig die Menüs programmiere. Das ist schon fast wie Webseiten programmieren. Klammer auf, hier dieses Zeichen, also dieser Befehl steht für Play. Und dann musst du im Photoshop das Design erstellen, die ganzen Codes auch im Photoshop alles einsetzen, dann rüber ins Programm, also die PSD ins Programm rein und der hat es dann erkannt als diesen Befehl, okay, das ist jetzt Play, Next und hier und zurück. Dann habe ich gesagt, nee, das ist zu kompliziert. Machst du einfach eine digitale Datei, ich habe dann auf meiner Webseite so eine Wedding-Landing-Page gemacht mit ein paar Bildern, Link, alle Fotos runterladen, wenn ich Foto- und Videoauftrag gemacht habe. Genau. Und dasselbe mit Videos, damit die nicht nur einfach einen langweiligen Link bekommen, sondern etwas, also wie zum Beispiel eine ja, kleine Landing-Page von Geil. denen. Und das ist, manche sind bis jetzt noch online, gesagt, aber wie gesagt, den Link kriegt das Brautpaar und danach, wer das alles von denen bekommt, das liegt schon dann nicht mehr in meiner Macht. Ja, sehr geil. Dann haben die auf jeden Fall da schon mal was gut zum Ansehen. Genau. Wenn du jetzt sagst, du bist da am Bearbeiten und gibt es da irgendwie ein Zeitfenster, wo du sagst, okay, nach, keine Ahnung, 14 Tagen oder sowas kriegt ihr die fertigen Fotos, Videos. Gibt es da so eine Zeitspanne, die du dann immer vorgibst?
Zeitspanne gibt es, und zwar in der Hauptsaison kriegen die einen Film zwischen 3 und 6 Monaten. Wenn das die am Saisonanfang ist, dann kann schon sein, dass die nach 4 Wochen schon den Film kriegen. Je nachdem, wie viel Arbeit davor ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe noch einen festen Job, 3 Schichten. Genau, und das kostet halt enorm viel Zeit, vor allem die Kinder, wo die zu Hause sind. Okay, jetzt ist Schule, Kindergarten, jetzt wird bei der Spätschicht etwas leichter, da kann ich vor der Arbeit arbeiten und nach der Arbeit, je nachdem. Aber wie gesagt, in der Hauptsaison war das 3 bis 6 Monate. Aber jetzt habe ich auch ein kleines Team zusammengestellt von Videocuttern, die für mich die Montage übernehmen, den größten Teil machen, an mir das Projekt zu schicken. Ich überprüfe und mache das so fertig, wie ich das gerne haben möchte, beziehungsweise an das Brautpaar übergeben möchte. Und dann wird gerendert und abgegeben. Also sprich, 90 oder 95% der Arbeit lasse ich von meinem Team machen. Ich verfilme das Jawohl. kreativ, dementsprechend gebe dann die Ideen weiter, wieso ich jetzt diese Kameraführung gemacht habe oder was war die Idee dahinter. Das bringe ich alles weiter an den Mann und er setzt das um. Jawohl, so muss das sein. Hier Baron schreibt, boah, krass, ich habe wohl zu schnell gemacht. Mein Hochzeitsfilm war in 3 Tagen fertig. Ja, auf jeden Fall. Also klar, wenn man auch jetzt übers Wochenende komplett Zeit hat, Samstag, Sonntag nach Montag, da kann man es natürlich schnell auch durchziehen, aber braucht auch Zeit, ne? Wenn jetzt, sag ich mal, auch privat was da ist, beruflich noch was ist, und es soll auch gut werden, ne? Wie lange wird im Schnitt so ein Film bei dir? Je nachdem, also zwischen 30 und 60, also zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Je nachdem, was halt gebucht ist. Je Jawohl, also ist dann nicht. nachdem, manchmal halte ich mich an die Vereinbarung, an die Vereinbarung nicht, dass der Film dann etwas länger wird. Ja, dann werden die natürlich nichts sagen, ne? Also Die dann. sagen dann nicht, die sind da eher froh. Ja. Genau. Nochmal oben drauf, was geben ist immer gut. Und. Obendrauf habe ich jetzt beschlossen, so ein Insta-Reel oder beziehungsweise Insta-Story zu machen, bis 1 Minute. Wie jetzt meine letzten 2 zu sehen sind, die kamen richtig an. Ja, ist geil, weil dann könnt Innerhalb. ihr schon posten auf ihren Social Media und dann freuen die sich, ne? Genau, weil bei Hochzeiten ist es so, man sieht den Alex rumrennen, rumspringen, irgendeinen Blödsinn machen, ne? Und dann fragen sich Leute, was ist das, ne? Und dann gebe ich schon die Möglichkeit, ein paar Tage später den Leuten zu sehen, warum ich das alles überhaupt gemacht habe. Warum bin ich da jetzt durch die Gegend gelaufen, wie jetzt bei einer letzten Hochzeit, einfach quer durchs Feld. Das sah von der Seite bestimmt bescheuert aus. Wie ich mit meinem Synchron hier in der Hocke wie ein Muggel da quer durchs Feld laufe. Aber wenn man dann das Video sieht, warum ich das gemacht habe, ne, mit 70-200 auf dem Synchron, ne, richtig, so ein Parallax-Slow-Motion, also das sieht richtig hammergeil aus. Jawohl, sehr nice, so muss das sein. Dann noch von Rieden noch eine Frage. Ist es dein Ziel, es hauptberuflich zu machen? Falls nicht, warum? Hauptberuflich reden wir jetzt nur von Hochzeiten oder allgemein Videografie? Ich denke mal, er meint allgemein Biografie. Also allgemein Videografie wäre schon schön, das als hauptberuflich zu machen, weil dann kann ich wirklich mich komplett dem Beruf hingeben, hinwerfen, wie auch immer. Weil wie gesagt, jetzt kosten mich täglich 10 Stunden Arbeit mit, tut mir leid für die Aussage, aber es gibt dumme Menschen auf dieser Welt und es gibt auch bescheuerte Menschen und es gibt auch komische Menschen und aggressive Menschen und wie gesagt, 99% Idioten gibt es auch, also überall gibt es was und mit denen muss ich, sagen wir mal, meine Zeit vertreiben, was ich eigentlich ungern mache, weil ich dann in meiner Branche nicht weiterkomme. Ich möchte gern, natürlich, also ich persönlich kann, beziehungsweise habe schon gemacht. Ich habe 4 Hochzeiten an einem Tag verfilmt. Ich habe Ja, das ist auf jeden Fall vier krass. Teams zusammengestellt. Wir haben das gleichzeitig verfilmt, also querbeet durch Deutschland und das haben wir durchgezogen.
gezogen und ich war danach richtig froh, weil ich diese Leistung erbracht habe. Allein die vier, also vier Teams, Foto und Videografen für vier verschiedene Hochzeiten zusammenzustellen, also das war schon bis jetzt mein Highlight. Ja, da kannst du auf jeden Fall stolz sein, das zu koordinieren, auch alles fertigzustellen. Genau. Und dann habe ich auch noch so kann man das abgeben. So, Edmund Sehr hängt, gut. oder? Nee, ich höre. Du, dein Bild ist eingefroren. Ich hör dich gut. Ist mein Bild wieder Genau. da? Ja. Kannst du das bewegen? Alles Gut. gut, alles gut. Sehr gut. Weil, wie gesagt, ich habe die Aufträge in meinen Namen aufgenommen und ich finde das schade, wenn jemand, sagen wir mal, einen fremden Ruf zerstört. Das ist nicht richtig. Jede Arbeit muss man respektieren, egal ob er sie schlecht oder gut macht. Er hat trotzdem Arbeit geleistet, je nachdem, wie seine Erfahrung ist. Man kann nicht sagen, das Video ist schlecht oder das Video ist perfekt, weil jeder hat eine andere Sichtweise auf das Ganze. Ja, Genau. gerade Und Fotos, Videos deswegen, sehr subjektiv, ja. genau, und ich, wie gesagt, ich habe mir als Ziel gesetzt, mit 35 nicht mehr zu arbeiten. Und das meine ich mit der Arbeit, dass ich nicht hier mit dem Wecker jeden Tag aufstehe und irgendwo hingehe und für fremden Onkel hier mich abrackere und irgendeinen lausigen Lohn dafür verdiene. Also mit 35 habe ich gesagt, damit ist Schluss. Jawohl. Daran arbeiten wir. Mal gehen wir Genau. Vollgas. Eineinhalb Jahre haben wir noch. Gehen wir Oder ein hin. bisschen weniger. Sehr gut. Hier kommen die ganzen Fragen jetzt rein hier. Dann, wenn ihr Fragen habt, haut raus an den guten Alex von Baron und Ralf Joachim. Wie kommst du an Aufträge? Ich suche Hochzeiten bei Kleinanzeigen, aber das kann nicht alles sein. Das beantworte ich einfach mal. Wenn du Aufträge brauchst als Fotograf, Filmmacher, kommst du zu mir gefälligst. Schau dir am besten einfach mal nach dem Live-Talk mal die Profilseite von mir an, Webseite an. Alex ist auch bei mir hier, damit es ordentlich vorangeht. Also Kleinanzeigen, wahrscheinlich meinst du eBay-Kleinanzeigen, kann ich nicht empfehlen. Für den Beginn ist es okay, also dann, wenn du wirklich komplett neu Beginner bist und Erfahrung sammeln willst. Aber das ist ja so ein, ich sag mal so, wie so ein türkischer Basar, ne? Also du packst da was rein. Sind auch viele andere, die dort ihre Anzeigen drin haben. Und die Leute, die auf eBay unterwegs sind und dort einen Fotografen suchen, das sind Pfennigfuchser, ne? Also das sind auch die Leute, die werden später auch meistens Probleme machen, die sagen, das ist hier, musst du mal neu machen, das musst du nochmal hier und das zusätzlich. Also eBay Kleinanzeigen generell erstmal von abzusehen. Berliner Blende schreibt, ich bin auch überrascht, wie gut Reels zusätzlich zur Fotografie ankommen. Den Leuten gefällt das drumherum. Ja, also das kommt auf jeden Fall sehr gut an. Und jo, dann machen wir weiter im Text. Wenn wir nochmal zur Bildbearbeitung gehen, beziehungsweise Videoschnitt, Videobearbeitung, machst du dort eine starke Bearbeitung, starkes Color Grading oder versuchst du es so natürlich wie möglich zu lassen? Also, ich halte das eher natürlich, weil es gibt ein paar Grundsätze, und zwar Brautkleid muss die Farbe besitzen nach dem Color Grading, wie es auch tatsächlich war. Und der Anzug oder beziehungsweise Brautkleid ist weiß, Hochzeitsanzug ist schwarz. Das ist halt so die Regel, ne? Aber es gibt jetzt mittlerweile verschiedene Farben, auch an Brautkleidern. Elfenbein oder hier noch was, Ivory, Champagne oder weiß ich, auf jeden Fall alles. Ich versuche den Color Grading natürlich zu beibehalten, aber alles drumherum kann ich ein bisschen anpassen. Aber im Groben und Ganzen halte ich es natürlich. Viele meiner Kollegen, Partner sind damit nicht zufrieden, aber mein Kunde ist nicht mein Partner, sondern mein Kunde ist das, die Braut mit dem Bräutigam. Und die, wenn die sagen, boah, Alex, das ist perfekt, dann ist es perfekt und fertig aus. Richtig, so sieht's aus. Evelyn schreibt schon, bester Videograf. Hier, wahrscheinlich hast du ja mal mit ihr zusammengearbeitet oder ein Video schon mal gemacht, ne? Ja, das war die Hochzeit in Bremen. 3 Tage unterwegs und danach ab in den Urlaub. Jawohl. Genau. Also Evelyn, euer Trailer ist schon in der Arbeit, ist schon auf Timeline. Bald bekommt ihr es. Jawohl. Das wird doch schon wieder ein richtig guter Film. Harris schreibt auch richtig. Hier, Mensch,
Alex, hast du alle bezahlt hier deine Kunden, dass sie hier reinkommen heute, ne? Nein, Harry, das ist ein Kumpel. Ich habe in ihm, also wie ihr gesagt habt, beziehungsweise ich zitiere, ich weiß nicht, ob jetzt zu 100% oder nicht, aber danke Alex, dass du wieder die Leidenschaft in mir geweckt hast. Geil, was für eine Leidenschaft. Zu fotografieren. Guter Ich Mann. hatte, wir waren zu Hause, also Harry ist so ein Typ, der war früher stark mit Immobilien beschäftigt. Der hat Immobilien verkauft. Und dann aus privaten Gründen musste er etwas zurücktreten. Und dann war der bei mir zum Besuch, um mir also was von seinen Coachings weiterzugeben, wie ich mit meinen Kunden was ausprobieren konnte. Waren viele gute Dinge dabei. Genau. Und dann haben wir einfach ein paar Porträtfotos gemacht. Also einfach vor schwarzem Hintergrund Softbox aufgestellt. Dann habe ich seine Frau fotografiert und ihn. Und dann, wo er die Fotos gesehen hat, dass die man aus der Kamera fast nicht mehr bearbeiten muss, da war er einfach hin und weg. Und danach, und er hatte die Sony Alpha 77 gehabt, also noch richtig, also uraltes Gerät. Er hat mit meiner EOS R fotografiert und er war fasziniert, also wie das einfach aussehen kann. Simpel aufgestellt, ohne viel Aufwand, aber trotzdem richtig gutes Ergebnis. Und dann hier hat er, boah, also der ist dann reingestürmt mit allen Händen und Füßen, hat sich dann die Sony gekauft und jetzt hat er sich auch selbstständig gemacht, also der hat ein Kleinunternehmen aufgemacht. Genau, und jetzt versucht er dementsprechend da voranzuschreiten. Jawohl, sehr, sehr geil, so muss das sein. Dann Berliner Blende schreibt, hab eben sein Profil abgecheckt, also von Alex wahrscheinlich. Respekt, man sieht, er macht das mit voller Leidenschaft. Ja, habe ich auch gesagt, ihr denkt ihr, ich lüge oder was? Ja, Alex, der macht das geil. Danke schön, danke schön. Das ist tatsächlich so, vor 2 Jahren waren meine Arbeiten, naja, dann habe ich mich von anderen Videografen, überwiegend aus Russland, inspirieren lassen, wie die das machen, habe versucht, mit meinen alten Projekten, deren Arbeiten ein bisschen nachzustellen. Dann habe ich gemerkt, aha, wenn ich nur mein Schnittverfahren etwas abändere und was von mir ein bisschen noch dazu gebe, dann kommt wieder was Neues dabei raus. Und das auch mit dem Videomaterial, was ich davor gemacht habe. Jetzt versuche ich viel aus der Hand zu filmen, damit ich mobiler bin. Und der Harry war bei einer Hochzeit dabei und er hat mich in Action gesehen. Er hat gesehen, wie ich mich bewege und was ich dann mit der Kamera, also schon in die Kamera rein bekomme. Bei ihm war schon vorbei. Also der war hin und weg, der war fast sprachlos. Genau. Und die Leidenschaft ist wirklich tatsächlich da. Weil ich mache das, weil um eins zu verstehen, ich weiß nicht, Edmund, ob es falsch ist oder nicht, vielleicht hast du auch deine Grundsätze. Mir ist das Geld in erster Linie nicht so wichtig von dem Kunden. Mir ist wichtig, dass der Kunde sagt, boah, weißt du was, wenn du einen geilen Hochzeitsfilm haben willst, dann gehst du zum Alex. Das ist mir wichtig. Und der Preis ist immer die letzte Frage in unseren Besprechungen. Weil ich versuche, mit den Leuten so einen Kontakt aufzubauen, als ob wir uns schon 10.000 Jahre kennen. Weil dann, während der Hochzeit, dass wir uns frei benehmen können, reden über alles, weil dann nimmt das diese Nervosität runter. Ich bin auch für meine kaputte Art bekannt oder chaotische Art bekannt, wie ich mich am Hochzeitstag benehme. Wie ein Kasperl, wie ein Clown, damit die Nervosität von der Brautpaar weggenommen wird, damit die lockerer werden. Weil eine gestresste Braut ist eine schreckliche Braut, das sage ich immer und jedem. Und wenn alles über die Bühne glatt und stressfrei läuft, dann wird auch die Hochzeit dementsprechend bomben. Auch ein Tipp Jawohl. für, auch für Tipp für manche oder für Anfänger, je nachdem. Sehr, sehr gute Tipps. Dann, ja, wir haben tatsächlich schon die Stunde sehr, sehr gut gefüllt. Vielleicht hast du noch mal so einen abschließenden Tipp
für angehende Videografen oder Fotografen, wo du sagst, wenn du den Tipp damals gehört hättest, wäre es schneller vorangegangen oder du hättest mehr machen können schon? Schwierig zu sagen, weil es ziemlich viel gibt, was ich falsch gemacht habe. Und mit meinem Wissen jetzt hätte ich, also könnte man das vermeiden, weil ich habe zwei, sagen wir mal, Assistenten fast ausgebildet in der Sache, die mich dann geschmissen haben, also eiskalt. Das fand ich sehr, sehr traurig. Also vielleicht auch hier der Tipp, aufpassen, wie mir traut. Genau. Aber so an sich, ehrlich gesagt, tue ich mich schwer jetzt bei der Frage, Ja, was man machen das reicht kann. doch erstmal, das ist doch super. Dann, ja, ich freue mich, war auf jeden Fall ein sehr geiler Talk, hat auf jeden Fall viele Tipps, irgendwas für sich mitnehmen. Für die Leute, die jetzt auch sagen, es gibt ja auch viele Fotografen, Filmmacher, die jetzt hier mich verfolgen und sich das ansehen, die müssen ja auch irgendwie heiraten und können ja nicht selber die Hochzeit filmen, die brauchen ja einen Hochzeitsfilmer, die können Genau. dann zu dir kommen. Wie kann man dich am besten erreichen? Wo kann man dich am besten kontaktieren? Also ich habe tatsächlich auf meinem Instagram-Profil den Tablink erstellt. Er funktioniert einwandfrei. Da kann man überall hingehen, wo man hingehen möchte. WhatsApp, Webseite, Vimeo oder sonstiges. Aber tatsächlich über WhatsApp geht es am schnellsten. Weil ich bin Jawohl. 24/7, sagen wir mal, erreichbar. Und wenn ich die Nachrichten am Abend nicht gelesen habe, dann mache ich das in der Früh. Genau. Sehr, sehr gut. Dann checkt mal auf jeden Fall, auch wenn ihr keinen oder schon verheiratet seid, trotzdem mal die Seite ab von Alex. Er macht richtig, richtig gute Arbeit, wie Berliner Blende schon geschrieben hat. Da könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen. Sehr gute Arbeit, sehr gute Erfahrung schon mittlerweile. Bis zu nächste Woche ist, glaube ich, schon die Fotopia, ne? Okay, ist mehr für Fotografen, aber bist du nächste Woche da am Start? Nee, ne? Wovon sprichst du? Fotopia, das ist die größte Fotografenmesse in Deutschland. Aber Ah, ne. viel. Dafür habe ich keine Zeit. Zum Ersten und zum Zweiten brauche ich solche Veranstaltungen nicht, wenn es nur um Kameraequipment geht, weil ich weiß, was ich für meine Arbeit brauche. Guter Mann. Ich bin auf Genau. jeden Fall da. Das heißt, für all die zusehen, zuhören. Und ich glaube, nächstes Wochenende ist das ja Samstag, Sonntag. Ich bin auf jeden Fall Samstag da. Und ihr mich da seht, einfach ansprechen. Hab keine Angst, einfach ein bisschen schnacken. Sagt ihr, ich habe das Instagram live mit Alex gesehen, das ist ein cooler Dude. Und dann sprecht mich Auf einfach an. jeden Fall freue ich mich, wenn wir im Mai auf diese Hochzeit fahren nach Hannover. Also als Gäste, nicht als Videograf. Dann werde ich versuchen, dass ich bei dir im Büro Na klar, vorbeikomme. Kaffeemaschine ist an und hier so lange wird nach der Hochzeit hier weiter Party gemacht. Genau, und nachdem machen wir dann beziehungsweise ich komme dann vorbei, um den goldenen Award zu Ja, abzuholen. Ne? aber selbstverständlich. Und Diamond Award kommt auch noch. Natürlich. Wenn wir dann die Imagefilme dazu schalten, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja. Perfekt, mein Lieber. Dann vielen Dank. War ein richtig geiler Call. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Abend. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim Live-Call um 17 Uhr, Jo, ne? alles klar. Bis dann, ciao, ciao. Jo, ciao.